Heute hier, der Kollege Martin Weiß befindet sich oder hat Spätschicht, deswegen ist er noch nicht im Haus, ist hoffentlich noch zu Hause, vielleicht im Bett. Wir wollen die Sendung natürlich nicht ausfallen lassen, deswegen blicken wir jetzt im Laufe der Sendung auf ein paar Einzelwerte, die im Fokus stehen. Unter anderem gab es positive Analystenkommentare für BASF und Fresenius. Wir starten aber mit dem Blick auf den deutschen Leitindex und deswegen wende ich mich nach rechts, denn unsere Korrespondentin Franziska Schimke steht schon für uns bereit, die auch gar nicht wusste, dass ich heute hier an Martin Weiß Stelle stehe. Das war die Überraschung zum Montag. Franzi, wie geht's denn heute? Das ist eine schöne Überraschung. Oh, das freut mich. Hallo. Wenn du dich freust, freue ich mich auch. Gibt's denn heute auch was für die Anleger zum Freuen? Ich glaube, also es sieht nicht so richtig freundlich aus tatsächlich. Aber werfen noch erstmal einen Blick zurück in der vergangenen Woche. Jetzt darf ich das ja sagen, du nimmst mir das ja nicht übel. 8. Gewinnwoche in Folge. Der Martin hasst das, wenn man solche Sachen da raushaut. Aber 8. Gewinnwoche in Folge. Daran sehen wir, wie lang und gut wir jetzt eben schon gelaufen sind. Auf Wochensicht gesehen hat der DAX in der vergangenen Woche, ja, es war eine ruhige Woche, 0,8% verloren. Somit ist aber das Jahresminus auf nur noch 8,5% zusammengeschrumpft. Jetzt haben wir aber ja diese Unruhen in China, die Proteste gegen die Corona-Beschränkungen. Die drücken vor allen Dingen dort eben ganz klar auf die Stimmung. Das sorgt für Unsicherheiten. Das ist etwas, was an den Märkten ja nicht gut ankommt. Der Nikkei, ja, ein Mörderrad mit 0,4% aus dem Handel gegangen, aber Hang Seng und Shanghai Composite, die geben doch etwas deutlicher nach, auch wenn sie jetzt dann im zweiten Teil der Trading Session tatsächlich die roten Vorzeichen so ein bisschen wieder eindämmen können. Beim Dow am Black Friday, es wurde geshoppt, aber nicht so ganz viel an den Märkten. Aber trotzdem der Dow noch 0,5% fester unterwegs, auf Wochensicht gesehen. Und das in einer verkürzten Handelswoche, denn Freitag verkürzter Handelstag. Donnerstag blieb die Börse aufgrund von Thanksgiving geschlossen. Ein Plus von 1,8%. Jetzt haben wir eben diese Shopping-Laune oder auch nicht. Wir haben die Unruhen in China. Was macht der deutsche Leitindex daraus? Er wird wohl erst einmal einen Schritt zurück machen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, das Ganze ja auf hohem Niveau. Denn wir sind am Freitag ja in diesem sehr, sehr ruhigen Handelstag hier auf ein neues Hoch seit Anfang Juni wieder geklettert. Und somit gehen wir davon aus, dass wir unter der 14.500-Punkte-Marke hier zunächst erst einmal starten werden. Innerhalb dieser Woche könnte aber wieder ein bisschen mehr los sein. Wir bekommen einiges von Seiten der Konjunktur und wir haben dann ja auch den großen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und auch Notenbankmitglieder von der EZB, aber auch der Fed werden sich mit Reden zu Wort melden und auch das könnte natürlich ein Impulsgeber sein. Und somit langsam aber sicher müssen wir uns entscheiden. Jahresendrallye, Weihnachtsrallye, top oder flop. 8 Wochen in Folge Zugewinne klingt ja schon wie so eine leichte oder nicht mal eine leichte, eine gute Jahresendrallye. Jetzt muss es natürlich in den nächsten 4-5 Wochen noch so weitergehen. Aber wir bleiben zuversichtlich gestimmt. Dankeschön, Franziska. Ja. Sowieso und immer. Danke. Ja, wir haben es gehört, also heute vielleicht dürfte der DAX etwas verhaltener in die neue Handelswoche starten. Wir blicken auf ein paar Einzelwerte, wo es aber positive Meldungen gibt, zumindest gleich beim ersten Wert bei BASF. Denn da haben sich die Analysten zu Wort gemeldet und den Wert hochgestuft. Und zwar Goldman Sachs. Für BASF, man hat den fairen Wert angehoben, zuletzt lag er bei 47 Euro, jetzt bei 54 Euro. Und das wäre vom aktuellen Niveau aus noch eine Steigerung von rund 10%. Das Anlagevotum hat man allerdings auf neutral belassen. Als Grund, also man hat eine Branchenstudie dazu vorgelegt und als Grund hat man angegeben, dass die Chemieproduzenten hier mit sinkenden Rohstoffpreisen rechnen können. Und das käme denen natürlich zugute, unter anderem eben BASF. Und auch der Aktionär ist positiv gestimmt. Man sagt, dass mutige Anleger, die jetzt einen längeren Atem haben, auf eine nachhaltige Erholung der BASF-Aktie setzen können, denn sie ist günstig bewertet. Wie wir hier auch sehen, momentan kämpft sie so ein bisschen um die 50-Euro-Marke, hat sich hier schon wieder zuletzt deutlicher steigern können, die 200-Tage-Linie überwunden, wenn das nachhaltig gelingen sollte. Also man ist schon darüber, aber wenn das Ganze sich als nachhaltig herausstellt, dann wäre das ein Kaufsignal und dann könnte es ja vielleicht in Richtung 54 Euro gehen, wie das Goldman Sachs jetzt heute verkündet hat. Wir schauen auf Brenntag. Da gibt es Übernahmegespräche zwischen Brenntag und Univar Solutions. Das ist ein US-Unternehmen und ja, Brenntag scheint Interesse an Univar zu haben. Beziehungsweise man hat offenbar auf jeden Fall Interesse. Es laufen Gespräche, das hat man auch bestätigt. Man hat aber auch gleichzeitig gesagt, diese Gespräche sind noch zu keinem Ergebnis gekommen. Man will da noch nicht konkret sagen, wie weit man ist, beziehungsweise da ist alles noch offen. Und es kann auch sein, dass es zu gar keiner Transaktion kommen wird. Univar selber hat gesagt, dass man das überhaupt nicht kommentieren möchte. Das würde man zum aktuellen Zeitpunkt als unangemessen ansehen, wenn man das jetzt kommentiert.
Brenntag selbst hatte am 10. November seine mittelfristigen Strategiepläne, strategischen Wachstumspläne vorgestellt. Und ein Teil dieser Pläne war auch, dass man in Zukunft verstärkt und weiter auf Fusionen und Übernahmen setzt und dass die eine zentrale Rolle spielen. Da würde die Univar-Geschichte ja gut reinpassen. Nach diesem relativ deutlichen Rücksetzer im Oktober hat man sich davon schon wieder erholen können. Die Brenntag-Aktie jetzt wieder auf diesem Niveau angekommen, rund um 68, 69 Euro. Aktuell kämpft man hier mit dem gleitenden Durchschnitt. Wenn der nachhaltig überwunden werden sollte, gäbe es ein Kaufsignal. Und dieser Kampf um die 200-Tage-Linie, den sehen wir bei einigen Werten. Gerade schon bei BASF, jetzt bei Brenntag und auch beim nächsten Wert steht die 200-Tage-Linie im Fokus. Und auch da gibt es einen positiven Analystenkommentar. Es geht um Fresenius und zu Wort gemeldet haben sich hier die Analysten der UBS. Die sind jetzt wieder optimistischer für Fresenius. Man hat die Aktie hochgestuft von neutral auf Buy und auch das Kursziel hat man angehoben. Von ehemals 24 Euro jetzt auf 30,50 Euro. Man sagt, dass die europäische Medizintechnikbranche trotz des jüngsten Rücksetzers in diesem Jahr noch immer nicht günstig sei. Und deshalb rät man dazu, dass man selektiv vorgeht und dass man Realismus kaufen soll und Optimismus verkaufen. Und zum Realismus zählt man offenbar die Aktie von Fresenius. Denn man sagt, die ist niedrig bewertet und nach unten gut gepuffert. Schauen wir uns mal an. Auf diesem Niveau notiert sie momentan knapp 26 Euro. Auch hier ganz kleiner Aufwärtstrend hat sich wieder nach dem Rücksetzer im Oktober gezeigt, herausgebildet. Auch da, wie gesagt, rückt jetzt langsam die 200-Tage-Linie in den Fokus. Dann sprechen wir über Vestas und da gibt es eher unschöne Neuigkeiten, denn bei Vestas wird gestreikt. Die IG Metall hat die Mitarbeitenden von Vestas zu Streiks aufgerufen. Das Ganze startet am heutigen Montag, wird aber dann nicht heute enden, sondern die ganze Woche übergehen. Also bis Freitag soll hier bei Vestas gestreikt werden. IG Metall möchte, dass regelmäßige Tarifsteigerungen, Sonderzahlungen und Altersteilzeit ein fester Bestandteil werden der zukünftigen Arbeitsbedingungen bei Vestas. Und man möchte Vestas quasi durch diese Streikmaßnahmen zu Tarifverhandlungen zwingen. Aktuell arbeiten rund 1.700 Menschen, circa bei Vestas 700 davon sind als Monteure angestellt. Hier sehen wir die Aktie, die auch hier so einen kleinen Rücksetzer verkraftet hat, jetzt schon wieder auf dem Vorrücksetzerniveau angekommen ist. Und auch hier, ich habe es ja gesagt, das begleitet uns durch die ganze Sendung, der Kampf um den gleitenden Durchschnitt, 24 Euro, da notiert der Wert im Moment. Und dann gibt es ein Lebenszeichen von der Adler Group, angeschlagener Immobilienkonzern, der, wir sehen es ja hinter mir, deutlichen Rücksetzer verkraften musste und die Aktie mittlerweile auf so einer Flatline fast angekommen ist. Am Freitag hat die Aktie sich aber nachbörslich eben wieder mal zurückgemeldet, ist um mehr als 30% angestiegen, nachdem man selber, also die Adler Group, eine Unternehmensmitteilung rausgegeben hat. Und laut dieser hat man bei den Verhandlungen mit den Anleihegläubigern einen Durchbruch erzielt. Ein paar Details wurden bekannt gegeben, unter anderem geht es um die Bereitstellung einer Fremdfinanzierung, die hier positiv abgeschlossen werden konnte. Und dieses Fremdkapital will man jetzt nutzen zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten der kompletten Adlergruppe. Wie gesagt, Freitag ging es dann nachbörslich um über 30% für den Wert nach oben. Wenn wir uns aber die Entwicklung anschauen, die zuvor stattgefunden hat, dann ist es fast nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und der Aktionär meint, dass der Wert dennoch nicht kaufenswert ist. Und er ist nicht auf der Empfehlungsliste von der Aktionär. Ich habe es angesprochen, also hier sieht fast so aus, als wäre der Patient tot. Da tut sich nicht mehr viel in den letzten Monaten. Schon seit Mai ist da also wenig Bewegung drin, beziehungsweise eben das Niveau, das wir vorher gesehen haben, ist nicht mehr konnte man sich nicht wieder diesem Niveau annähern. 200-Tage-Linie, fällt weiter. 1,78 Euro, das war der Schlussstand vom Freitag, wo wir ein Plus schon gesehen haben im regulären Handel von fast 7%. Und wie gesagt, nachbörslich waren es dann über 30%. Zu guter Letzt noch ein Hinweis, denn der Black Friday, er war zwar vergangenen Freitag, aber unsere Black Friday-Aktion, die läuft noch. Ihr seht es ja auch unter mir eingeblendet, ihr könnt noch immer 20% sparen auf unsere Magazine und Börsenbriefe, einfach mit dem Code Black22. Einfach eingeben, wenn ihr ein Magazin oder einen Börsenbrief etc. bei uns ordert, dann gibt es noch 20% Rabatt. Das war's für den Moment. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann an anderer Stelle im Programm von der Aktionär TV wiedersehen. Jetzt wünsche ich einen schönen Handelstag. Macht's gut.